Ich liebe meine Mama, weil wir ein tolles Team sind, sie immer hinter mir steht und ich ihr alles sagen kann. Weil sie mich zur Welt gebracht hat, sich immer um mich kümmert und lieb zu mir ist. Weil sie nett ist und immer für mich da ist, wenn ich sie brauche. Weil sie alles für uns tut und immer für uns da ist. Weil sie auf mich aufpasst und mich beschützt. Ich habe meine Mami lieb, weil sie meine Mami ist. Weil sie jeden Tag neben mir steht. Wie bin ich krank, glücklich, zu mir nett ist und traurig. Weil sie immer für uns da ist. Weil sie immer so leckeres Essen für uns macht. Ich liebe meine Mama immer, weil sie mich immer knuddelt. Weil sie mir immer eine Geschichte vorliegt. Liebste Mama, eins ist wahr, du bist immer für mich da. Dafür danke ich dir zum Muttertag. Vivian, Mati, Stefanie, Carolina, Jakob, Ida, Daniela, Jonas, Emily, Sally, Lukas und Arno. Ich bedanke mich bei allen Kindern. Am Sonntag, den 10. Mai, denken wir besonders an unsere Mütter. Wir feiern den Muttertag. Wir haben unsere Mütter lieb, weil... Und das haben wir vor kurzem gehört. Wir denken auch an unsere himmlische Mama, Maria, die uns liebt und uns begleitet. Haben Sie in letzter Zeit einen Brief gekriegt? Nein? Doch! Papst Franziskus hat an alle Gläubigen geschrieben. Liebe Brüder und Schwestern, im Monat Mai bringt das Volk Gottes ganz besonders seine Liebe und Verehrung für die Jungfrau Maria zum Ausdruck. In diesem Monat ist es Brauch, den Rosenkranz zu Hause in der Familie zu beten. Die Einschränkungen der Pandemie haben uns gezwungen, den häuslichen Aspekt zur Geltung zu bringen. Deswegen möchte ich alle einladen, wieder neu zu entdecken, wie schön es ist, im Monat Mai zu Hause den Rosenkranz zu beten. Normalerweise würden auch in dieser Zeit die Maiandachten stattfinden. Vielleicht wird es noch möglich. Zurzeit aber kann man in den Kirchen die Körbe finden. Da können wir die Fürbitten an die Mutter Gottes hinterlassen. In all diesen Anliegen beten wir während der Maiandachten im Kloster, die wir am jeden Samstag feiern. Natürlich ermutigen wir, wie Papst Franziskus, zum Gebet zu Hause, zum Beispiel zum Rosenkranzgebet. Lass uns an die Mutter Gottes wenden. Aber ist hier nicht zu viel die Rede von der Mutter Gottes? Ich habe schon einmal zum Beispiel gehört, ach, wir haben hier die Patres aus Polen und deshalb sprechen wir so viel über die Mutter Gottes. Aber die Verehrung Mariens ist mehr polnische Frömmigkeit. Die Aufschrift am Gitter lautet Durch Maria zu Jesus. Diese Lourdesgrotte wurde 1911 gebaut, also das wurde vor langer Zeit angefertigt, bevor die Patres aus Polen hierher gekommen sind. Was bedeutet das? Na, die Verehrung Mariens war immer ganz entscheidend im christlichen Glauben. Wir haben es schon gehört. Dazu ermutigt uns Papst Franziskus. Ich muss noch einen Satz vor ihm vorlesen. Er sagte einmal so: Die Verehrung der Mutter Gottes ist keine spirituelle Anstandsregel. Sie ist eine Notwendigkeit christlichen Lebens. Der Blick auf die Mutter Gottes ermutigt uns, viel unnötigen Ballast abzuwerfen und das wieder zu entdecken, was zählt. Wollen wir wirklich einen tiefen Glauben haben? Wollen wir ganz fest auf Gott vertrauen, seinen Willen tun? Woher die Kraft dazu? Na, wenden wir uns an Maria. Sie wird uns führen. Vivian hat am Anfang gesagt, ich liebe meine Mama, weil wir ein tolles Team sind. Mit Maria, mit unserer himmlischen Mutter, können wir auch ein gutes Team sein. Sie wird uns zum Sieg führen. Was kann man noch als Ansporn zur Verehrung Mariens erwähnen? Na, einige Bischöfe in Deutschland haben in den letzten Tagen ihre Bistümer der Mutter Gottes geweiht.
Ebenso haben es auch die Bischöfe in vielen Ländern in Europa und Amerika gemacht. Haben Sie vielleicht daran gedacht, sein Leben Maria zu weihen? Zu ihr zu sagen, sei meine Herrin, sei meine Königin, ich gebe dir mein Leben. Ich möchte, dass es dir gehört. Wir erinnern an die Möglichkeit, die Fürbitten an die Mutter Gottes zu schreiben und an die Einladung vom Papst zu Hause zu beten. Alle Mütter, anlässlich des Muttertags, wünschen wir Gottes Segen und Schutz von unserer himmlischen Mama Maria. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Ciao.